Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal. In den letzten Tagen gab es wenige Streams. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich eine anstrengende Woche hatte. Entschuldigung, ich habe gerade was im Mund. Bisschen Schleim. Hoffentlich werde ich nicht krank. Zum anderen hat es aber auch damit zu tun, dass ich in der vergangenen Woche an ein paar Dingen gebastelt habe für einen Kanal. Und das ein bisschen meine Zeit gefressen hat und ich dies und das noch verbessern wollte und alles nicht so funktioniert hat, wie ich es gern wollte, bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt hab ich aber soweit eigentlich alles fertig, wie ich es haben will. Und ich denke, jetzt ist der passende Zeitpunkt, euch mal zu zeigen, woran ich so gearbeitet habe für den Kanal. Wie gesagt, mit einem Grund, weshalb ich in der letzten Woche so wenig gestreamt habe. Gut, ich würde sagen, ich zeige es euch einfach direkt mal. Es sind mehrere Sachen. Wir fangen mal hiermit an. Discord. Viele von euch kennen es, viele von euch haben es. Und viele YouTuber oder Streamer haben ihren eigenen Discord-Channel. Also öffentlichen Discord-Channel. Ich habe ja meinen noch zum Zocken mit meinen Freunden und ich dachte, ich mache mal einen öffentlichen für euch, wo ihr herzlich eingeladen seid, draufzukommen und einfach, ja, ein bisschen was zu machen. So wird er aufgebaut sein. Aktuell sind nur. Wenn ihr das Video seht, vielleicht auch später seht, dann ist alles schon live, aber aktuell bin nur ich drauf und der Bot. Ich werde aber den Link zu diesem Chatroom zum einen mal in die Videobeschreibung packen, zum anderen mal habe ich noch zwei neue Bots, auf die werde ich nachher nochmal eingehen für meine Streams. Aber auf die gehe ich nachher nochmal ein, weil da gibt es auch noch viel, viel zu erzählen. Wir gehen erstmal jetzt mal auf den Server ein. Wenn ihr den Server betretet, landet ihr hier im Willkommensbildschirm. Ja, viel gibt es zu diesem Bildschirm jetzt nicht zu sagen. Wäre nett, wenn ihr Neuankömmlinge hier ein bisschen willkommen heißt. Wenn ihr hier raufkommt auf den Server, würde ich euch wirklich bitten, geht hier auf den Regelreiter. Das könnt ihr getrost überlesen. Was wichtig ist, ist das hier. Ich habe ein paar Regeln aufgestellt für diesen Server. Lest es euch bitte kurz durch, zumindest diesen Teil. Wäre natürlich auch gut, wenn ihr euch das hier, die zwei Links hier durchlest, aber wenn ihr euch das durchlest und dran haltet, ist schon sehr viel geholfen. Darauf will ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen. Das bleibt euch überlassen. Bitte lest es durch. So, dann haben wir hier. Ich habe jetzt das sind unterteilt Textkanäle und Sprachkanäle. Wir gehen jetzt die Kanäle mal kurz durch. Dann haben wir den allgemeinen Chat. Da könnt ihr über dies und das quatschen. Keine Ahnung. Sucht euch was aus. Über euer Leben oder was sich so bewegt. Worauf ihr halt gerade Bock habt. Im Chatkanal geht es nur über Schreiben. Ich hab aber dasselbe auch noch mit Sprache gemacht. Dann haben wir hier den Reiter, teilt eure Videos. Ihr fragt euch die ganze Zeit über, wie könnt ihr mir Videos schicken, dass ihr es nicht unbedingt in die Kommentare machen müsst. Hier habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Hier könnt ihr alle eure Videos reinposten, die ihr cool findet. Natürlich müssen sie mit den Regeln konform sein. Wie gesagt, deshalb bitte durchlesen. Aber hier könnt ihr einfach eure Videos, die ihr cool findet, mit mir und den anderen in diesem Discord-Server dann teilen. Ich werde das dann übrigens auch so machen, wenn ich Reaction-Videos mache oder Reaction-Streams. Deswegen sage ich, teilt eure Videos. Werde ich dann immer Videos rauspicken, die ich hier reingepostet habe. Dann ist es alles viel einfacher. Sowohl für euch als auch für mich. Wenn ihr einfach eure Videos hier reinpostet. Dasselbe
gilt für, teilt eure Bilder, wenn ihr coole Bilder gefunden habt, die ihr mit uns teilen wollt. Dann gehen wir weiter zum Ich bin Live-Reiter. Ich hab das jetzt schon von mehreren von euch gehört. Ihr habt immer wieder Probleme, teilweise zu wissen, wann ich live gehe, weil YouTube da ein bisschen Scheiße baut. Und deshalb habe ich versucht, ich sehe jetzt hier den Bot, den ME6, den habe ich eingestellt. Ich habe versucht, dem Bot beizubringen: Hey, sag hier bitte den Leuten, wenn ich live gehe. Das funktioniert teilweise. Also bei Twitch meldet er sich jedes Mal, wenn ich live gehe. Ihr könnt sehen, ich habe hier auch schon zwei Einträge, die der Bot verfasst hat. Nur bei YouTube ist das so eine Geschichte. Bei YouTube meldet er sich nur, wenn ich ein Video hochlade. Und mit Video hochladen ist nicht gemeint, hey, ich streame und habe das dann nachher als fertiges Video auf meinem Hauptkanal. Nee, als Videos hochladen, wie zum Beispiel dieses Infovideo, was ihr hier seht. Das zählt als Hochladen, wenn ich es aufnehme, rendere und selbst hochlade. Das gilt als Video, das zeigt der Bot an. Aber ihr könnt euch. Es soll für euch eine Hilfe sein, zu wissen, wann ich live bin. Und ihr könnt euch eigentlich immer sicher sein, dass wenn ich auf Twitch live bin und der Bot meldet sich immer, wenn ich auf Twitch live gehe. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ich auf Twitch live bin, dann bin ich auch zu 99%iger Wahrscheinlichkeit auch auf YouTube live. Also wenn der Bot hier schreibt, hey, Sarah ist auf Twitch live. Da können die YouTube-Zuschauer, die nicht gern auf Twitch zugucken oder keinen Twitch-Account haben, können dann nachgucken und sehen, hey, Zari ist auch auf YouTube live. Das mit dem YouTube, da hoffe ich noch eine Lösung zu finden, dass er auch anzeigt, wenn ich auch auf YouTube live bin, aber ich denke, das ist doch für viele schon eine Verbesserung, gerade weil YouTube da nicht immer sehr, sehr akkurat arbeitet. Das war übrigens ein Teil, da habe ich ewig für gebraucht, um das so hinzukriegen. So, dann habe ich hier einen Reiter Ankündigungen. Da werde ich in Zukunft ein paar Ankündigungen reinschreiben, was ich so plane, was eventuell für Projekte kommen werden. Da einfach mal immer wieder ein Auge drauf werfen. Der Chatroom, der ist. Wie der allgemeine Chat hier oben, nur halt in Sprache. Und da könnt ihr dann mit anderen per Mikrofon reden. Einfach ein bisschen miteinander quatschen. Und dann habe ich hier noch vier Zockerräume gebaut. Da können jeweils nur zwei, drei, vier oder fünf Leute drauf, je nachdem, in welchem ihr reingeht. Die habe ich gemacht, weil ich mir dachte, ich bin ja ein Zocker. Ich zocke gerne und die meisten, die mir zuschauen, machen dasselbe. Und da dachte ich mir, ich kann doch für euch Räume machen, weil viele von euch sich keinen eigenen Discord-Server machen wollen oder machen können, je nachdem. Biete ich für euch kostenlos Räume an, wo ihr mit euren Freunden zocken könnt. Ich habe jetzt nur mal ein paar gemacht. Sollte das von euch gut angenommen werden und sollte sich herausstellen, dass ihr noch mehr Räume braucht, dann kann ich da auch noch nachlegen. Das ist jetzt nur mal für den Anfang. Möchte mal sehen, ob das was für euch ist, ob es genutzt wird und so weiter und so fort. Aber ich denke, das ist was ganz Cooles und ihr seid wirklich eingeladen, sie auch zu benutzen. Ja. Eine Sache noch zu meinem Discord-Server. Ich habe aktuell noch keine Moderatoren, weil einfach noch keiner da ist. Die Leute, die auch auf meinen
auf meinem YouTube- oder Twitch-Kanal Moderator sind, sind auch herzlich eingeladen, hier Moderator zu werden. Ich muss aber wirklich die Moderatoren, die sich melden, wirklich bitten. Also die Moderatoren müssen sich auf jeden Fall diese Regeln durchlesen. Denn ich erwarte von meinen Moderatoren, dass sie diese Regeln einhalten und durchsetzen. Dafür habe ich euch. Ja. Und diejenigen, die bei mir noch keine Moderatoren sind, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid und auch fleißig im Server oder in meinen Streams aktiv seid, dann könnt ihr euch auch gern bei mir melden, dann können wir auch gern über den Moderatorenstatus reden. Habe ich absolut kein Problem damit. Muss ganz kurz was trinken. Irgendwie ist meine Stimme heute nicht so. Ich muss mir nachher mal einen Bonbon geben. So viel zum Server. Ich packe euch den Einladungslink in die Videobeschreibung. Zudem werdet ihr künftig, und dazu kommen wir jetzt zu meinen neuen Bots, werdet ihr diesen Discord-Link auch künftig bei meinen Bots erfragen können. Dazu kommen wir jetzt, meinen neuen Bots. So, ihr seht hier jetzt zwei Fenster. Einmal für YouTube, einmal für Twitch. Ich habe nämlich denselben Bot für beide eingerichtet. Wir haben hier einmal den Zari-Bot, der ist für Twitch unterwegs. Und wir haben einfach mal einmal den Zaro-Bot, heißt der, glaube ich, auf YouTube. Ja, glaube ich. Egal. Zari oder Zaro-Bot. Auf jeden Fall habe ich Nightbot gefeuert, die Lösche konnte nichts. Und hab dann meine eigenen Bots konstruiert, dank Streamlabs. Das hat auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Vor allem, weil ich denke, ich habe ein paar coole Sachen gemacht, die euch interessieren werden. Wir werden jetzt nur auf einen Bot eingehen, weil das eigentlich für beide Bots so ziemlich identisch ist. Ich habe beide Bots gleich eingestellt, abgesehen von ein paar Commands. Aber darauf gehe ich dann auch ein, wenn irgendwas anders ist. So, wir gehen mal durch, was ich denn so gemacht habe. Wir gehen mal auf. Nee, nicht Subscribers, ich habe nämlich keine auf Twitch. So, Commands. Gut. Ihr seht hier, ich habe einige Commands eingerichtet. Das aber später auch noch mehr. Ich suche jetzt, was suche ich denn? Hier zum Beispiel Discord. Ausrufezeichen Discord. Das habe ich glaube ich auch so eingestellt. Warte mal. Genau. Ausrufezeichen Discord kommt alle 15 Minuten automatisch. Und da wird dann der Einladungslink zu meinem Server im Chat gepostet. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Ihr könnt aber auch einfach selber Ausrufezeichen Discord eingeben und dann sagt euch mein Bot den Link. Genauso wie Support, das hatte ich ja schon vorher drin. Das kommt auch alle 15 Minuten. Ich denke, das ist ganz okay. Zudem haben wir sind ja auf Twitch, also habe ich Ausrufezeichen YouTube eingefügt. Das gibt den Twitch-Zuschauern den Link zu meinem YouTube-Channel. Andersrum habe ich es aber auch bei meinem YouTube-Bot so eingefügt, dass ihr Ausrufezeichen Twitch eingeben könnt und er euch dann den Link zu meinem Twitch-Channel verrät. Zu dem Ganzen hier kommen wir gleich noch. So. Was habe ich noch eingefügt? Ganz wichtig und auch mit das Größte. Thema. Ich habe eine Währung eingefügt, eine Währung für meinen Channel, kann man sagen. Ich meine, viele wissen es ja von mir, ich bin ein mega großer Star Wars Fan
Und deswegen habe ich ein paar Sachen so eingefügt, um ein bisschen Star Wars-Flair in die ganze Geschichte zu bringen. Wir gucken uns das mal an. Meine Währung heißt Credits. Die Star Wars-Fans wissen, was Credits sind. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die Währung, die im Star Wars-Universum gültig ist. Also da ist halt, ne? Ihr könnt eure Credits erfragen, indem ihr Ausrufezeichen Points eingebt. Da könnt ihr dann erfragen, wie viele Credits ihr aktuell besitzt. Das ist falsch, sehe ich gerade. Warte mal. Okay. Genauso ist das hier falsch. So. Warum? Ich habe keine Ahnung. Okay. Credits verdient ihr auf folgende Weise. Einfach nur durch Zugucken. Einfach nur. Die Einstellungen sind bei meinem YouTube und bei meinem Twitch-Bot absolut gleich. Also, ihr kriegt Credits, indem ihr mir einfach zuschaut. Mehr ist es nicht. Ihr müsst nichts weiter tun, als mir zuzuschauen. Ja? Und für 10 Minuten Zuschauen kriegt ihr 50 Credits. Das ist der Payout. Das muss auch weg. Ganz wichtig. Um das gleich klarzustellen, weil diese Frage sicherlich kommen wird, da bin ich fest von überzeugt. Ich bin nicht Electronic Arts. Es gibt keine Möglichkeit, sich die Credits durch Echtgeld zu kaufen. Beziehungsweise ich könnte es einstellen, ihr seht jetzt hier Donations. Ich könnte jetzt einstellen, dass ihr einen Credits-Bonus bekommt, wenn ihr was spendet. Aber das will ich nicht, weil ich das verurteile. Genauso wenig werdet ihr Bonusse für irgendwas hier. Bonusse für den Raid kriegen, für ein Follow. Gibt's nicht. Weil ich finde, das ist so eine Geldgeilheit oder eine Follow-Geilheit oder Sub-Geilheit. Darum geht's mir nicht. Das ist nicht, warum ich das hier mache. Ihr kriegt Credits, indem ihr mir zuschaut. Fertig. So. Zudem habt ihr die Möglichkeit mit den Credits, die ihr schon verdient habt. Was ich euch gerade erzähle, nochmal, das gilt für YouTube und für Twitch gleichermaßen. Das ist beides gleich eingestellt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, passt auf, zudem habt ihr die Möglichkeit, Minigames zu machen. Einmal der heißt, also ich habe es jetzt Angriff genannt, ihr müsst einfach in den Chat Ausrufezeichen Angriff eingeben und schon habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen was von euren Credits einzusetzen und wenn ihr Glück habt, das Doppelte wieder rauszubekommen. Das ist so ein Minigame, wo ihr, wie gesagt, ich hab das alles in Star Wars ein bisschen umgewandelt. Bei heißt greift ihr entweder ihr alleine oder falls noch mehr aus dem Chat mitmachen möchten, greift ihr einen imperialen Außenposten an, wo ihr dann Credits von stehlen könnt. Nach einem Angriff gibt es 7 Minuten Cooldown, bevor dann wieder angegriffen werden kann. Aber viele von euch kennen das System sicherlich schon von anderen Streamern. Das ist eine Möglichkeit, euer Creditvorrat aufzustocken. Es besteht aber auch die Gefahr, dass ihr die Credits, die ihr eingesetzt habt, verliert. Die Gefahr besteht auch. Also es ist ein bisschen Glücksspiel. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Ausrufezeichen Duell in den Chat eingebt und dann noch einen Namen, den ihr herausfordern wollt, also einen anderen im Chat, den ihr herausfordern wollt, könnt ihr den noch zum Duell herausfordern und mit dem auch um Credits kämpfen. Dann haben wir noch die Möglichkeit Free for All Arena. Da könnt ihr
Könnt ihr mit anderen, müssen Minimum 5 sein, in der Arena kämpfen und der, wo als letztes überlebt, der gewinnt. Ihr müsst im Prinzip nichts machen, das macht alles der Bot. Ihr müsst nur Ausrufezeichen Arena, Duell oder Angriff in den Chat eingeben. Ihr könnt aber auch, um die ganzen Commands nochmal zu erfragen, einfach Ausrufezeichen Commands in den Chat eintippen. Dann sagt euch mein Bot alles, was ihr machen könnt. Boss Battles, die sind aktuell noch deaktiviert, die will ich aber in späterer Zukunft auch noch bringen. Das ist allerdings was noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird und viel Arbeit meinerseits. Deswegen braucht es noch ein bisschen, ist noch deaktiviert und wird vermutlich auch noch ein paar Wochen deaktiviert sein. Ich muss mir da noch ein paar Sachen ausdenken und doch zusammenschustern, dass es passt. Aber es wird kommen, dann könnt ihr, wenn das dann auch noch aktiviert ist, könnt ihr dann auch noch gemeinsam gegen Bosses antreten. Ich hab das so geplant wie Vader oder der Imperator oder was auch immer. Ja, aber da mache ich mir noch Gedanken drüber. Das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Aber die hier sind zumindest schon mal aktiv und das ist auch eine gute Möglichkeit, Credits zu verdienen. Aber jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Was könnt ihr mit diesen Credits machen, die ihr verdient habt? Zum einen habt ihr natürlich die Möglichkeit, noch mehr Credits zu bekommen, indem ihr Credits setzt. Zum anderen habe ich noch was Lustiges gefunden. Man kann hier Soundfiles hinzufügen. Und ich habe hier ein paar Soundfiles hinzugefügt und die zu Commands umgeschrieben. Deswegen sind hier so viele Commands und überall, wo so ein Musikzeichen ist, ist so ein Soundbefehl. Hier stehen die Befehle. Wie gesagt, ihr braucht einfach nur Ausrufezeichen Command eingeben und dann gibt euch der Bot einfach alles, was ihr braucht. Wir machen jetzt mal. Gucken wir uns das ja mal an. Der Cooldown für jeden Command sind aktuell 5 Minuten. Zudem hier, das ist das Wichtige. Deswegen die Credits. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass so ein Soundbefehl 200 Credits kostet. Zum einen, weil ich nicht will, dass das mit den Sounds überhand nimmt. Zum anderen, weil die Credits ja auch irgendeinen Sinn haben müssen. Ne? Und deshalb dachte ich, ist das was ganz Cooles. Damit belohne ich auch die Aktiven bei mir ein bisschen, die halt einfach nur fürs Dasein Credits kriegen. Und wie gesagt, ihr kriegt 50 pro 10 Minuten. Seit 40 Minuten bei mir im Chat habt ihr schon die 200 zusammen und könnt euch so einen Sound leisten. Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele. Und alle Soundbefehle kosten aktuell 200. Sollte das. Und ganz zur Info noch. Auf YouTube sind die exakt selben Sounds wie auf Twitch. Also keine Plattform ist in irgendeiner Art und Weise benachteiligt. Und auch bei YouTube, also auch bei Twitch, kostet ein Sound 200 zum Abspielen. Ja. Sollte das mit den Sounds überhand nehmen und einfach nur den kompletten Stream irgendwann einnehmen, dann behalte ich mir vor, sowohl die Preise als auch die Cooldown-Zeit, bevor ein Sound wieder verfügbar ist, wieder hochzuschrauben. Weil das was sein soll, für mal ist okay, aber wenn das jetzt alle 2 Minuten ein Sound kommt, der den kompletten Stream einnimmt, dann muss ich da was dagegen unternehmen.
Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Das ist jetzt alles mal ein bisschen Probe. Ich denke, 200 sind ganz okay für den Anfang. Und bevor die Frage aufkommt, nein, dieser Ausrufezeichen Discord-Befehl kostet nichts. Es dreht sich rein um die Soundbefehle, wenn ihr versteht. Ich habe eingestellt, dass nur die 200 kosten. Und wenn ihr dann Ausrufezeichen Bier zum Beispiel eingibt, dann müsste der im kompletten Stream zu hören sein. Alles noch nicht getestet, das wird sich jetzt in den folgenden Streams alles zeigen, ob das so funktioniert, wie ich das will. Jo. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, dass es das soweit war. Es wird dann auch ein paar Giveaways geben. Irgendwann mal. Da muss ich dann nur gucken, dass ich das dann auch auf beiden Konsolen gleichzeitig mache. Auf beiden Plattformen. Aber das gucke ich dann, wenn es soweit ist. Jo. So viel zu meinen Bots. Das ist alles. Also sowohl Discord als auch meine Bots. Daran habe ich die ganze Woche gearbeitet und ich habe auch wirklich viel Zeit reingesteckt. Fast jeden Tag nach der Arbeit ein, zwei Stündchen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich hoffe, man sieht, was ich da gemacht habe für euch. Und ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen verzeihen, dass ich in den letzten Tagen nicht allzu viel gestreamt habe, weil ich einfach damit fertig werden wollte. Ihr seid herzlich eingeladen, mal ein bisschen eure Gedanken zu dem Ganzen in die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Oder fragt mich dann direkt im nächsten Stream, der wird heute auf jeden Fall kommen. Wenn es euch gefallen hat, was ich hier gemacht habe, schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt einfach alles in die Kommentare, was euch gerade so durch den Kopf geht zu dem Thema. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, ach, das hatten wir schon, vergiss es. Ich werde noch zum Abschluss was loswerden. Ne, das nicht. Machen wir gleich das. Komm, ich will das hier loswerden. Nein, ich will es nicht löschen. Ich will es bearbeiten. Ich will zum Abschluss noch loswerden. Und ciao.